Na, jetzt müssen wir wieder zurückgehen, ne? Das kann ja spannend werden. Oh oh. Das ist wohl nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet er immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, 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 kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu... Sully! Sully! Also, Dreckskerl! Man kann auch erstmal verkacken, ne? Das klappt immer, das geht immer. Ist erledigt. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich laufe einfach schnell, so schnell wie es geht. Langsam, Cowboy. Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja, und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Der hat aber eine Waffe, ne? Immer schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Das ist wohl wahr. Da sind sie doch. Boah, ist ja scheiße. Das
Warte ihn nicht! Schon mal erledigt. Zusammenbleiben. Keine Gefangenen! Ganz ruhig. Sully ist tot, das ist natürlich echt tragisch. Was zum Teufel ist das hier überhaupt? Lange Geschichte. Später. Ist der behindert? Also noch ist es eigentlich ganz einfach. Langweilig wird's nie, was? Bleiben Sie in Deckung. Die Typen meinen es ernst. Aber wir gehen den ganzen Weg wieder zurück, das ist echt mies. Wieso gehe ich eigentlich hier aus drum? Ich bin nicht eigentlich behindert. Schon mal nicht schlecht. Okay. Komm schon. Was? Nein! Bleiben Sie bei mir. Bleiben Sie bei mir, Elena. Sie haben es gleich geschafft. Hey, verdammt! Okay. Keine Gefangenen! Wir
Hier drüben, glaube ich. Ja, hier lang. Oh, da ist Gott sei Dank ein Truck. Sind Sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist! Wenn Sie den Schatz gefunden haben, brachten Sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte Ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Na los. Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Ja, schätze, das tue ich. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen! Ich funktioniere sie noch! Das werden wir gleich wissen! Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis fünf und ziehst die Leine! Jetzt los! Kommst du auch? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Fremde wollen mich töten. Die Karte liegt im brennenden Flugzeug. Elena ist weg, vielleicht auch tot. Fängt ja gut an, Nate. Tja, Kapitel 4. Abgestürzt. Wir sind jetzt auf der Insel, wo Eldorado sein soll. Mal gucken, ob es auch der Fall ist. Naja, das funktioniert nicht. Dann holen wir uns erstmal die Karte, würde ich sagen.